Ja, moin zusammen. Ich begrüße euch zu unserem Jahresrückblick. Wir sind ganz schön spät dran, Holger. Ja, das liegt ja daran, dass wir immer so viel zu tun haben, ne? Was wollen wir machen? Also jetzt 2 Tage vor Silvester endlich unser Jahresrückblick vom Kanal Dennis Wittus. Und da darf natürlich nicht fehlen Holger Laudelei. Ja, moin moin zusammen, alles gut? Und wir beide, wir wollen heute mal auf das Jahr 2019 zurückblicken und gucken, was ist gewesen, was ist passiert und was kommt 2020. Und ich möchte euch ein bisschen Einblicke geben in die Statistiken von so einem YouTube-Kanal. Also wer guckt das, wie lange gucken die Leute das? Fangen wir mal an, ne? Mal ganz was anderes. Hast du ein bisschen was zu trinken? Wir machen doch Silvesterparty Ja, heute natürlich, ich habe eine Flasche Sekt dabei. Ihr seht hier Lametta, alles da. hier. Also Die ist aber nicht zur Tarnung da. Die trinken wir wirklich, ne? die trinken wir gleich wirklich. Ja, und hast du unsere Girlande Ja, gesehen? Happy New Happy New Year. Year. Ja, cool. Ja, dann leg ich mal los. Ja, also das Jahr 2019, war das jetzt der Durchbruch für das E-Auto? Wir haben gesehen, das Model 3 ist nach Europa gekommen. Wir haben den Cybertruck gesehen. Der ID.3 wurde vorgestellt. Die Zulassung der E-Autos haben sich mehr als verdoppelt. Mercedes, Audi, Jaguar, alle haben E-Autos am Start. Ja, und jetzt kommen die Kleinwagen mit dem E-Up und seinen Brüdern, der Opel Corsa, der Peugeot und so Ja. weiter. Geht's jetzt los, Holger? Also ich habe ja immer gesagt, 2019 wird das Jahr, wo die Wende eingeleitet wird. Und ich glaube, ich habe recht gehabt, nicht? Also wir sehen ja ganz klar, dass die Zulassungszahlen so hoch gegangen sind, nicht? Und das ist mittlerweile eine Exponentialkurve. Und wer sich in Mathematik auskennt, weiß, dass Exponentialkurven nicht mehr aufzuhalten Also sind. 2020 wird das Jahr des Durchbruchs, Ja, sagst du. hundertprozentig. Ja, was war dieses Jahr? Dieses Jahr auf diesem Kanal, da habt ihr gesehen, einmal bin ich gestartet mit Moin Tesla. Man kann das so in 4 große Blöcke teilen. Dann haben wir uns beschäftigt mit Installation von Solaranlagen. Ja, Da haben wir das Sachen hat viel gezeigt. Spaß gemacht. Dann Balkonkraftwerke. Und der 4. große Teil war Roadtrips und Ja, Unboxing-Videos und irgendwelchen das. Quatsch, den du dir ausgedacht hast. Du hast aber mitgemacht, den Quatsch sich auszudenken. Schieb Ja, das nicht auf mich. fangen wir erstmal an. Also, wir haben in diesem Jahr erreicht knapp 21.000 Abonnenten. Ja, da haben wir nicht mit gerechnet am Anfang Wahnsinn, des ne? Jahres, ne? Ja, also wir sind wirklich gewachsen. Aufrufe insgesamt haben wir in diesem Jahr gehabt 3 Ja, Millionen. hab ich nachgeguckt. Unglaublich. Ja, und Abonnenten gewonnen haben wir 14.279. Wahnsinn, ne? Über 14.000. Also vielen Dank an euch. Vielen Dank an alle, die dazugekommen sind im Laufe des Jahres. Ja, und Zuschauer sind. Unsere Frauenquote ist hochgegangen. Echt? Ja, seit dem letzten Obwohl du immer Weihnachtsvideo ständig scheinbar. frauenfeindliche Sprüche bringst. Ja, es kann eigentlich nicht angehen, weil es haben so viele bei dem Weihnachtsvideo Frauen kommentiert, das mit den 3% kann nicht sein, weil Ja, habe ich gesehen. Da waren unglaublich viele das Frauenkommentare, müssen mehr ja. sein. Also wir haben Zuschauer, 95,9% sind männlich und 4,1% sind Frauen mittlerweile. Oh Mensch, da Das habe ich eine sagt echte YouTube. Chance, wa? Ja, 69% der Zuschauer sind zwischen 35 und 64 Jahre. 69%, also Erreichen wir so viele junge Leute? ob das die Jungen sind, die ganz Jungen unter 34 sind nur 20% der Zuschauer. Und die ganz Jungen erreichen wir so gut wie gar nicht, Ja, das glaube ist ich. doch klar. Und Da sind wir zu alt für. über 64 sind 10% unserer Zuschauer. Also unsere Kernzielgruppe, unsere Kernzuschauer sind also zwischen 35 und 64 Jahre. Und das sind fast 70% unserer Zuschauer. Ja, wo kommen unsere Zuschauer her? 79,5% kommen aus Deutschland. Das ist Damit eigentlich über klar. 20% aus dem Ausland, aus unserer Sicht. Ja, Ja. was wir so als Ausland bezeichnen, Genau. ne? Also 6% kommen aus Österreich und das sind immerhin 182.000 Zuschauer Österreich hätte ich aus nie Österreich. geglaubt. Ja, also schöne Grüße nach Österreich. Ich bin ja gerne in Österreich. 4,5% kommen aus der Schweiz. 138.000 Zuschauer im Jahre 2019. Ja, und in dem letzten Video hat einer geschrieben, vergesst die Niederlande nicht. Und ich habe es nachgeguckt. 0,8% der Zuschauer kommen aus den Niederlanden. Und unsere Videos wurden dort 23.000 Mal geklickt. Unglaublich, ne? Oder? Wir haben erst ein Video gemacht in den Niederlanden. Ja,
aber die informieren sich auch. Das Land ist ja nicht so groß und viele verstehen Deutsch. Ja, 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 das habe ich auch schon festgestellt. 0,5% gucken aus Italien zu. Das sind 16.000 Zuschauer und 0,3% aus Spanien. Einen kenne ich ja persönlich, Evi Paddy, schöne Grüße. Ja, aber das kannst nicht alles du geguckt haben, da müsste noch mehr sein. Ja, und 0,3% unserer Zuschauer schauen aus den USA zu. Ja, und das kann nicht alles Rolf sein. Nee, das ist unmöglich. Auch 10.000 Aufrufe. Ja, und was glaubst du, Holger, wie viel der Zuschauer sind Abonnenten? Ich denke 2/3, ne? Es ist genau umgedreht. Also es ist 1/3 Abonnenten, 2/3 ungefähr Nicht-Abonnenten. 27% der Zuschauer sind Abonnenten. 71% der Zuschauer sind ohne Abo. Das heißt, ich weiß nicht, worüber die gucken, aber die haben kein Abo. Und ja, Abo ist kostenlos bei YouTube. Ihr dürft auch abonnieren. Dazu müsst ihr allerdings ein Google-Konto haben und da angemeldet sein. Ja, aber da hakt es bei den meisten, das Google-Konto anzulegen, ne? Ja, Holger, was glaubst du, wie viele Videos haben wir gemacht? Also gefühlt so, ich denke mal so 50, 60 Stück haben wir gemacht, ne? 151 Videos. Echt? 100 habe ich gemacht auf meinem Kanal, du warst nicht bei allen dabei. Ja, aber muss man jetzt mal nachzählen, 151 Videos. In einem Jahr, und deswegen bin ich auch so kaputt. Ja, bist du kaputt? Ja, mit von dem Jahr, du. Außerdem, wie gesagt, wir hatten gestern noch eine harte Feier. Seine Frau hat Meine Frau hat Geburtstag gehabt, ja. Herr Holger ist um 4 ins Bett gekommen. Dafür siehst du recht gut aus. Ja, denke ich auch. Ne? Habe ich ganz gut hingekriegt. Ne? Lassen wir doch mal die einzelnen Monate Revue passieren. Also, Start im Januar. Im Januar bin ich mit Moin Tessa gestartet. Da habe ich mir gesagt, ich brauche eine regelmäßige Sendung. Es ist als YouTuber irgendwie ziemlich schwer, ständig Content zu produzieren. Und dann habe ich mir überlegt, wie kriegst du es hin, einen roten Faden durch das Jahr zu ziehen. Und dann habe ich mir gesagt, du machst jeden Mittwochmorgen 8 Uhr eine Sendung. Das war eine geniale Idee. Das die war, Moin Tesla. Ja, das war genial. Das und war, die hat sich auch entwickelt, ja, die Sendung. Die hat sich richtig gut entwickelt. Also von den ersten Sendungen, wenn man sich das mal anschaut, bis jetzt, wenn du an die Weihnachtssendung denkst, das war aus meiner Sicht, ich will uns ja nicht selber loben, aber das war schon recht professionell, was da so auf die Beine gestellt wurde. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich konnte mich kaum einkriegen. Hatte so ein bisschen Late-Night-Charakter. Das war Late-Night-Charakter, ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Angefangen hat das, da hatte ich eine Kamera, da sah ich matschig aus, dann war der Ton nicht gut und wir haben uns da ganz schön weiterentwickelt und mittlerweile ist es ja sowas wie, ich sag mal, ein Magazin geworden für E-Mobilität mit vielen Gästen. Insgesamt hatte ich bei Moin Tesla 44 Gäste. Und es waren ja alles, was in der E-Mobilitätskommunität rang und war fast dabei. Ja, ne? auch deine Schaltung, die du gemacht hast. Du hast ja oft wie machst du das? Du machst nicht Skype, ne? Über Zoom machst du das, ne? Auch die Schaltung, das war ja auch manchmal klasse, ne? Wenn du zu den aktuellen Themen Leute dazu geschaltet hast, ne? Also das hat schon einen sehr, sehr guten Charakter aus meiner Sicht. Insgesamt hatte Moin Tesla 500.000 Views knapp. Also 500.000 Menschen haben Moin Tesla geguckt. Und die Reichweite ist unglaublich. Ja. Ne? Das finde ich ja so faszinierend an YouTube. Diese enorme Reichweite, die du bekommst. Ne? Dein Highlight war die Weihnachtssendung. Ja, moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus und heute sogar mit Studiopublikum. Herzlich willkommen! Begeistert! Ja, das war. Ich habe mich kaputt gelacht, ich konnte mich kaum einkriegen. Weil ich hab's gesehen, hab's gehört. Und mein Highlight war die Sendung beim E-Cannonball, wo wir sonntags morgens einen Livestream gemacht haben, eine Live-Sendung mit den Gewinnerinnen vom E-Cannonball. Ja, die war, du meinst da, wo wir in dem Hotel in diesem kleinen Konferenzraum saßen, wo die Leute gar nicht reinpassen. Ja. Ja, die war auch geil. Also das muss man echt sagen, die war auch klasse. Weil da hat ja kaum die Leute Platz gehabt und das haben wir ja so aus der Hose geschossen gemacht. Das war einfach, das war auch eine gute Sendung. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war der Januar. Da bin ich, wie gesagt, mit Moin Tesla gestartet. Und was im Januar auch war, oder ich meine, es war Anfang Februar, die Auslieferung
unseres Model 3s. Das war für mich ein riesen Highlight. Und das hat uns eigentlich das ganze Jahr begleitet. Von Auslieferungshölle zur Servicehölle. Von den ersten Fragen, wie kann ich ein Model 3 versichern? Dann deine Abholvideos waren ja großartig. Ich meine, da hat uns der Zufall aber auch böse was in die Hände gespielt. Nicht? Also das muss man sich ja mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht? Dass man das Auto, was man haben will, auf dem Trailer dann sieht auf der Autobahn. Nicht? Das, ich kann so einen Zufall immer noch nicht begreifen. Dann hat Holger das Auto verfolgt und hat ihn quasi aus dem Auslieferungslager gezogen. Und in diesem Video, was wir darüber gemacht haben, eine Moin Tesla-Sendung, da sieht man den gesamten Verlauf der Emotionen von Holger. Von total sauer, ich kette mich an die Heizung, bis das sind die allerbesten und ich kriege mein Auto mit und ich lasse nichts auf die Leute von Tesla. Ja. Alles dabei und das ist so schön. Und er verfolgt diesen Transporter, fährt nach Hause, holt seinen Anhänger und lädt den Wagen auf und bringt ihn nach Hause. Großartige Momente. Das war eins meiner Highlights. Ja, das hat auch, am Ende hat es doch viel Spaß gemacht. Ne? Ja. Weißt du die meistgeschauteste Moin Tesla-Sendung? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Also das wirst du mit deiner ganzen Statistik auswerten. 29.000 Views hat es gehabt und zwar war das die Servicehölle mit Stefan Möller hier zu Gast. Ah ja, die Sendung. Ja. Mhm. Ja, die war auch okay. So, dann kam der Februar und der März. Da habe ich mit der SWB über den Ausbau der Ladeinfrastruktur hier gedreht und wir haben die neuen Triple Charger gezeigt und ich habe dann ein Baustellentagebuch gemacht. Das ist vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten mittlerweile, wie man eine Schnellladesäule baut und habe hier vor der Tür eine Schnellladesäule gebaut mit einer großen Eröffnungsparty, wo du mit deiner Ach ja, 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 die, ja, das war, ja, genau, das stimmt. Ja, 60 Jahre Virtus haben wir gefeiert. Ja, das war auch ein schöner Tag war das. Ja, und das ging so, ne? Von Februar bis März. Ja, und wir hatten vor allen Dingen an dem Tag, wo du hier gefeiert hast, hatten wir super Wetter. Das hat schon Spaß gemacht, ja. Da war der Buick das letzte Mal unterwegs. Ja, und dann kam der April und der Mai. Da ist Holger auf einmal losgefahren, hat sich ein Legria gekauft und hat beschlossen, selber Videos zu machen. Ja, um mal ein bisschen Content zu erhöhen. Genau, er hat gesagt, ich drehe jetzt selber Videos, hat mir die Karte gegeben, ich muss das dann zusammenschneiden. Ist mir aber ganz gut gelungen. Hundertprozentig, ja. Und also Holger zeigt, wie man sein Auto wäscht. Und das haben echt viele Leute, wir wussten nicht. Gefällt das euch, gefällt das euch nicht? Es haben wirklich viele geguckt. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe das ja just for fun gemacht. Und habe ich nicht mitgerechnet. Auch die ganzen Videos, die wir gemacht haben, wo ich mal die Leute mit zu den Baustellen genommen habe. Zu Baustellenbesprechungen und so weiter. Ja. Das hat die Leute interessiert. Deswegen werden wir da ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr machen wieder. Dann kam der Maxus. Das war eins der geilsten Videos, ja. Der Maxus-Test. Du hast ja erst alleine den Maxus seriös getestet. Ja. Und dann haben wir es ja übertrieben. Das war total geil, die Nummer. Das war eine geile Nummer. Das hat Spaß gemacht. Dann habe ich den Kona abgeholt für meinen Mitarbeiter und habe ein Video gemacht, wo die Musik zu laut war. Und das kriege ich ganz häufig als Kritik, denn die Musik ist so laut. Kann ich mal erklären? Also, ich mag die Musik so laut. Ich auch. Ich finde das auch gut. So, und ich mag, und wenn die Musik so laut ist, dass ihr die Stimmen nicht versteht, ist das, was die Leute sagen, nicht wichtig. Jedenfalls empfinde ich das als nicht wichtig. Also, und besonders bei dir fällt mir das ja auf die Füße. Du redest was und die Leute mögen das so. Die wollen alles hören, was du sagst. Und da dreht der Vitus die Musik so laut, dass aber der Laudelei nicht zu verstehen ist. Da kriege ich manchmal ganz schön Frust ab. Ja. Also ich mag das so. Ich finde das auch nicht zu laut. Aber ich finde, die Musik muss immer so am Anschlag sein. Mhm. Und ich mag Musik in den Videos. Ja, ich komme ja nun auch aus einer ganz anderen Generation. Ich habe ja sehr viele Videos in meinem Leben schon gemacht, wo es noch kein YouTube gab. Ne? Und ich habe das auch mal gerne gehabt mit der Musik. Und ich wollte das auch immer sehr laut haben, muss ich ehrlich zugeben. Aber die Kritik kenne ich von ganz früher, aus den 80ern, wie wir schon Videos gemacht haben, kenne ich das mit der Musik schon. Oh, fürchterlich. Immer wieder die Musikkritik. Weil die zu laut ist. Ja, aber ich brauche das auch. Ich finde, Musik gehört zum Video dazu. Ja, und dann kam Ferenczky Gate. Wo du aus dem Studio geflogen bist? Ja, erzähl mal. Ja, das hat auch einen Mörder Spaß gemacht. Wir hatten ja die Reise nach Berlin. Da haben wir gleichzeitig ja noch unsere Halleluja-Fahrt gemacht. Ne? Zwei Model 3 für ein Halleluja. Das hat ja einen riesen Spaß gemacht. Und dann hatten wir Ferenczky, ne? Wo wir da im Studio mit ihm ein bisschen drehen mussten. Ne? Und wo du ja jede Menge Content abgegraben hast bei Ferenczky.
Naja, und da bist du rausgeflogen. Ich meine, das kannst du auch nicht bringen, so eine Nummer, nicht? Ja, ja. Oh, war spaßig, hat Spaß gemacht. Hat auch viele Kritiken hervorgerufen, weil einige den Humor, den wir da an den Tag gelegt haben, für zu klamaukig ja. hielten. Wir mögen das, ne? Ja, wir müssen ja auch Spaß haben. Ja. Das darfst du ja nicht vergessen. Und wir mögen so einen Klamauk auch zwischendurch. Ja. Also ich mag das zwischen Seriosität und Klamauk und Humor gehört dazu. Früher habe ich immer gesagt, erzähl den Witz jemand anders. Vielleicht findest du noch jemand, der Humor hat. Ich habe keinen. Ja. Nee, ich finde das so, wie wir das machen, macht es am meisten Spaß. Ja. Ich würde es, sonst hätte ich auch keine Lust dazu. Wir müssen ab und zu mal so eine Klamauk-Nummer bringen. Ne? Und Ferenczky ist ja nun mal der Mann, der par excellence für Klamauk zur Verfügung steht. Ne? Ja, und ich habe eine Einladung in sein Studio und mal gucken, was mir da einfallen wird. Im Februar, ne? Ja. Er hat doch in Wirklichkeit gar nicht die Absicht, ein Studio zu öffnen, oder? Niemand hat die Absicht, ein Studio zu öffnen. Ja. Also mal gucken, was euch da erwartet. Ich werde meine Kamera mitnehmen. Ich habe ja auch schon mit Robin gesprochen. Vielleicht gehe ich mit Robin zusammen hin. Vielleicht machen wir ein Foto von uns, was er dann bei sich im Studio aufhängt. Also jetzt bei dem, jetzt ist ja Februar geworden. Das kann durchaus sein, dass ich dann auch mit dabei bin. Dann komme ich mit. Ja, schön. Ne? Können wir wieder eine Verbrauchsfahrt nach Berlin machen. Ja, und dann kam der Juni und Juli. Und das sind die PV-Monate. Das sind sowieso die PV-Monate, die du vor Arbeit nicht retten kannst. Und diesmal hast du auch noch Videos gemacht. Ja. Das muss doch bei dir alles zum Zusammenbrechen geführt haben. Ja, sag ich ja. Es ging ja drunter und drüber. Nicht? Es ging ja mit dem Ove Kröger-Video los, nicht? Das wir ja auch schon vorher angekündigt hatten. Wir hatten ja schon vorher, im Januar, Februar, hatten wir bei Ove Kröger ja schon gedreht, wie wir mein Auto gecheckt hatten. Dafür sind wir ja nach Ove gefahren. Und dann hat sich ja aus dem Gespräch, nicht? Wir haben Ove dann angesprochen auf seine Erzeugungsgeschichten und was er dann machen könnte. Nicht? Und dann haben wir dann tatsächlich... Dann hast du so nebenbei eine PV verkauft. Da habe ich nebenbei eine PV verkauft. Habe ich ja nicht mit gerechnet, dass sowas passiert. Ne? So, da mussten wir irgendwann reagieren und das Ding bauen. Ne? Und das haben wir im Sommer aufs Dach gezimmert. Dann da habe ich den Jan und den Lars haben wir mitgenommen, die das richtig professionell eingefangen haben. Ich als Reporter da auf dem Dach. Du siehst so scheiße aus. Es war so geil. Und also auch das, was daraus geworden ist, wie es dann geschnitten wurde. Nicht? Wie du da dieses mädchenhafte Auftreten, also das babyhafte Auftreten, weil du nicht wieder vom Dach mochtest. Und dann mit deinem scheiß Helm da. Oh meine Fresse, du. Hat neulich noch einer gefragt unter einem anderen Video, da habe ich nur den Helm, dieses Erklärt-Video, warum auf meinem Helm eine Kamera ist. Ich habe nicht geantwortet. Also, falls du das jetzt siehst, musst du die anderen Videos gucken, dann erfährst du, warum ich da die Kamera auf dem Helm habe. Ja, und dann saßen wir hier und der Holger hat die ganzen anderthalb Jahre vorher, wo wir Videos gemacht haben, ungefähr anderthalb Jahre, hat er gesagt, Dennis, wir müssen unbedingt mal was über Balkonkraftwerke machen. Ja, und, hätte man nicht machen sollen. Dann sind wir rausgegangen. Der Roland, ein Freund von mir, der wollte so ein Ding haben. Ja. Und dann kam der hier vorbei und wir haben gesagt, okay, wir drehen das mal eben. Sau warm an dem Tag gewesen. War auch ein Sonntag, ne? Nee, war auf dem Arbeitstag. Ja, war das ein Arbeitstag? Ja, Laden war auf, weiß ich noch. Ah ja, richtig, die haben ja noch, ja, stimmt, hast recht. Ja, weißt du überhaupt, und dann haben wir da insgesamt, sind daraus 8 Videos geworden, eine richtige Serie, und weißt du, wie viele Aufrufe die bekommen das haben? Das muss gigantisch, das müssen über 500.000 Aufrufe gewesen sein. 700.000 Aufrufe, Wahnsinn. Also von unseren 3 Millionen Aufrufe haben 700.000 Balkonkraftwerke, und das Thema bei YouTube ist ja das, wenn man zum Beispiel Autos macht, und man macht dann, fängt dann auf einmal an, Playmobil Unboxing zu machen. Dann wird man viele seiner Follower verlieren. Die werden den Kanal deabonnieren. Und das Problem ist, ein Thema auszuweiten und das Spektrum zu erweitern und die alten Zuschauer nicht zu verprellen. Und das haben wir irgendwie mit Solar und Balkonkraftwerken geschafft. Das haben wir irgendwie geschafft. Irgendwie zusammen. Das passt zusammen. Nicht? Elektromobilität, Balkonkraftwerke, das passt alles irgendwie. Nicht? Die Leute sind da auch, ich sehe das jetzt auch mittlerweile, die sind auf einem Trip, sie müssen ihre Zukunft irgendwie selbst in die Hand nehmen. Nicht? Und das hat ja, normalerweise sind Balkonkraftwerke gegen den Winter, wenn es gegen die Wintermonate geht, immer bei uns abgeflacht von den Bestellungen. Das ist diesmal nicht der Fall. Sie sind ein bisschen weniger geworden von den Bestellungen, aber es kommen jetzt immer noch, gestern sind wieder Bestellungen reingekommen.
gestern. Also die Videos werden auch immer noch geguckt. Die werden immer noch geguckt, sind ja. Immer noch die meist. Wie machen wir da weiter jetzt? Ja, da geht es weiter mit 9 und 10. Das drehen wir demnächst. Wir haben uns was ausgedacht, was wir bundesweit machen wollen. Wie wir Balkonkraftwerke, trotzdem wir ein Video gemacht haben, dass sich Speichern nicht lohnt. Aber die Leute sagen ja, ich will trotzdem speichern, scheißegal, ob sich das lohnt. Und da habe ich jetzt die ersten Beispiele installiert. Und das werden wir drehen und das werden wir den Zuschauern mal zeigen. Das wollen wir bundesweit anbieten. Das wird eine ganz, ganz fantastische Geschichte. Ja, dann kam der September. Und der September, da gab es gar nicht so viele Videos, da waren so viele Events. Ja, ich da mussten wir machen. IAA, ja. Ich war auf der IAA, habe ein Video gedreht, was auch 30.000 Aufrufe hat. Bin ich ganz zufrieden mit. Ja, alles Rundgang gut. Hat Spaß gemacht. Dann war der E-Cannonball und dann war der E-Day. Also ich war so viel unterwegs, dass der Monat hat mich echt fast an meine Grenzen. Also gebracht. Der September, ich bin ja nicht mitgefahren zur IAA, weil ich ja überhaupt keine Zeit mehr hatte. Ich musste ja Balkonkraftwerke bauen. Das war ja der Wahnsinn. Da ging das ja los, wo wir überhaupt völlig abgesoffen sind. Und dann kamen eben die beiden großen Veranstaltungen noch, E-Day und E-Cannonball dazu. Ja. Ne? Der E-Cannonball war großartig, aber wir haben den August vergessen. Warum haben wir den August vergessen? Ja, weil im August, da war weitestgehend Pause, Sommerferien, ja, zwischendurch war Servicehölle, Rolf war zu Besuch, ich habe ihm Bremen gezeigt. Ja, und danach und im August bist du auch angefangen, habe ich gesehen, deine Teslas abzuholen. Holger hat alle seine Teslas getauscht, dreimal Tesla, dreimal blau, dabei trinkst du gar keinen Alkohol. Nee, eigentlich wenig, ja, ich trinke eigentlich nie Alkohol, ja, stimmt, außer die Sektflasche, die mich da anlächelt. Da müssen wir mal bald irgendwann beigehen jetzt. Ja, zum Schluss. Ja, machen wir zum Schluss. Zum Schluss. Ich habe noch was vorbereitet für dich. Also alle, denen das jetzt zu langweilig ist, wenn ihr jetzt abschaltet, verpasst ihr was. Denn ich habe ein Musikvideo geschnitten. Oh, und ich weiß natürlich. Mit den größten Momenten von Holger. Und Holger hat das noch nicht gesehen. Das wird gleich richtig. Oh, das ist immer das Gleiche. Hier ist nie was vorbereitet. Das könnt ihr uns wirklich glauben. So. Ich komme hierher, ich komme hier einfach her und dann wird gemacht. Ich kenne vorher nichts kenne ich. Oktober, Pimp My Model 3. Oh, ein großartiges Video. Das hat mir persönlich... Das ist dein Lieblingsvideo. Ja, mit die Balkonkraftwerke und das Pimp-Video ist, das finde ich so also geil. Also Holger hat mir gesagt, Dennis, wir müssen nach Thailand fahren. Nach Thailand hin. Ja, ja, das ist nicht falsch. Das ist und kein dann falsches Deutsch. Ich gesagt, nee, ich bin auch platt und ich will jetzt keine Reise machen in die Niederlande. Und dann ist Holger mit seinem Kumpel in die Niederlande gefahren. Oh, hier liegt noch mein Handy. In die Niederlande gefahren, das muss ich mal ausstellen, wenn jetzt jemand anruft hier. Ja, du hast großartig eben rumgetönt. Ja. Ne? Und dann lässt er sein Handy an. Ja, und das hat auch 40.000 Aufrufe und mehr. Ja, und vor allen Dingen der Herbert, der da vorgestellt wird, mit dem habe ich gerade noch wieder telefoniert jetzt vor ein paar Tagen. Der kann sich gar nicht retten vor Aufträgen, nicht? Aus Deutschland jetzt, ne? Ja. Ja. Ein großartiges Video. Hat auch einen Mörder Spaß gemacht. War wieder quick and dirty gedreht, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und im Oktober ging es dann mit, und November ging es mit Moin Tesla richtig, richtig weiter. Mittlerweile hat die Sendung regelmäßig über 10.000 Aufrufe. Ja. Finde ich fantastisch, so viele Zuschauer zu erreichen. Das hätte ich mir am Anfang gar nicht vorstellen können. Wir hatten Themen wie Giga Berlin, Cybertruck, Böhmermann, Lithium. Ja, Cybertruck, geile Sache. Ja, ja. Ja, und Ende November durfte ich dann hier einen Meilenstein feiern, zusammen mit Oliver Krüger. 20.000 Abonnenten. Ja, haben wir hier mit Eierlikörkuchen. Das ist ein schöner Eierlikörkuchen von der Tanke, Dennis. Das passt kaum auf den Kuchen. So, guck mal. Jetzt habe ich hier auch so einen Bunsenbrenner mit. Ja, guck mal. So. So. Damit hast du nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin jetzt baff. Das ist das Schöne an so einer Live-Sendung. Das habe ich mir gedacht, dass du damit so bin jetzt baff. 20.000 Abonnenten für Dennis Wittruth. Also vielen Dank. Und ja, das war fast vergessen, noch den zu essen. Hier stilvoll gefeiert. Ja, und im Dezember weiter Moin Tesla. Dein Vortrag habe ich nochmal gebracht, der auch so wahnsinnig viele Aufrufe. Ja, das ist auch eine Sache, die habe ich nie mit gerechnet, dass dieser Vortrag überhaupt geklickt wird. Ne? Weil der ist ja sehr lang auch, ne? Aber fast 30.000 Aufrufe.
Ja, und dann kam die große Weihnachtsshow. Ihr könnt das alles nachgucken. In meinem Kanal findet ihr die ganzen Videos. Ich habe jetzt ein paar Sachen eingeblendet. Wollen wir nochmal durchgehen? Unsere 10 besten Videos 2019. Auf Platz 10. Da ist Photovoltaik mit Speicher 3. 38.000 Aufrufe. Auf Platz 9. Kona abgeholt und in die Akkureserve gefahren mit ca. 39.000 Aufrufen. Auf Platz 8, Pimp My Model 3. Ja. Hat sich wirklich nach vorne gearbeitet. Ja, hätte ich gar nicht geglaubt, dass das so hochkommt. Auf Platz 7, Balkonkraftwerk 4 mit 50.000 Aufrufen. Das ist im Prinzip eine Sendung, wo wir nur darüber sprechen. Da reden wir nur über die Regeln. Nur, ne? Eine Talksendung. Ja. Dann auf Platz 6, dein, das haben wir vergessen im April. Ja, wir haben den, das haben wir. Dein April-Scherz-Video, Tesla kostenlos laden. Das fand ich übrigens seine großartigsten Moment oder seinen großartigsten Moment ja. In diesem Jahr. Das hat also Mörderspaß gemacht. Ne? Wie bist du darauf gekommen? Wie denkt man sich sowas aus? Boah, wir haben das ja, ich komme ja nur noch aus der Veranstaltungstechnik und wir haben ja ständig irgendwelchen Blödsinn gemacht, wenn wir auf Messen waren. Wir mussten ja irgendwie auflockern. Wenn du 3-4 Tage arbeiten musst und durcharbeiten musst, musst du dir die Leute noch ein paar Spaßnummern geben. Und da war es immer Usus, dass man sich irgendeinen wahnsinnigen Adapter ausdachte und dem Hallenmeister gesagte, so pass mal auf, wo können wir jetzt hier mit dem Adapter ran, nicht? Mal von Gardena auf CE oder was weiß ich, so ein Blödsinn. Ne? Und das hat die Sache ein bisschen aufgelockert und so bin ich eigentlich mal auf diese Adapternummern gekommen. Ne? Und wir müssen natürlich jetzt eins machen, wir müssen das jetzt toppen, das Ding zum 1.4. Das wird schwierig werden. In der Weihnachtssendung hat Holger ja schon vorgestellt, Druckluft auf Schuko. Gut, aber das wird jetzt Stefan Schwung bringen, die Nummer, ja. Weil dem habe ich ja den Adapter geschenkt. Ja. Auf Platz 5, Balkonkraftwerk. Nummer 3, das ist da, wo wir das Balkonkraftwerk zu Roland das Ding nach Hause bringen. Wirst du gleich noch was drüber sehen. Auf Platz 4 mit 124.000 Aufrufen. Ja, PV-Module erklärt. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Das ist stinklangweilig, die verschiedenen Modularten zu erklären. Nicht? Und trotzdem so. Machst du aber gut und ich glaube, die Leute wollen das wissen. Ja, ich stelle das jetzt immer mehr fest, dass wir unglaublich viel Informationen ins Volk tragen müssen. Das werden wir auch wahrscheinlich nächstes Jahr dann favorisieren. Auf Platz 3, das haben wir hier gar nicht thematisiert, ist ein Model 3 ja. Video. Ich habe auch noch zahlreiche Model 3 Videos gemacht, wo ich auch teilweise mit ja. Imke erklärt habe, wie der Wagen funktioniert. Ja, das und war auch ein großartiges Video. Ein ja. Video habe ich gemacht, warum das Model 3 ein so faszinierendes Auto ist. Da erkläre ich aus meiner Sicht, warum ich das Model 3 so gut finde. 157.000 Aufrufe, ja. Und Platz 2 ist Balkonkraftwerk Teil 1 mit 178.000 Aufrufen. Und Platz 1 ist Balkonkraftwerk 2 mit 274.000 Das Aufrufen. Ist schon viel, also für so ein Thema. Ne? Noch ist Balkonkraftwerk ja immer eine Nische noch. Ne? Ja, und jetzt seht ihr Holgers großartige Momente in 2019. Holger hat das noch nicht gesehen. Ich blende Dennis, das hier jetzt mal wir ein. Wir müssen uns mal anders absprechen. Ich blende das jetzt hier mal ein. Ihr kennt das noch nicht. Ich habe ja gar keine Chance jetzt gleich. Holger ne? auch nicht. Und ich blende auch Holger jetzt ein dabei. Ihr werdet ihn jetzt sehen können. Also Holgers großartige Momente aus 2019. Jetzt geht's ab. Das Video heißt, wie habe ich es genannt? Ich muss selber nochmal gucken. Das heißt, links 2, 3, 4. So sieht das also aus, wenn auf dem Dach gearbeitet wird. Links 2, 3, 4. Also wir fahren das Ding jetzt wirklich auf Rille. Auf diesem Modul werden zurzeit 170 Watt erzeugt. Ja. Zieh den Stecker raus und steck ihn dir in die Nase. Links 2, 3, 4. Alter, Nase. Du bist Veranstaltungstechniker. Du wirst doch ein bisschen Mut haben, oder? Links, so geil, ja. Links 2, 3, 4. Oh, und da kommt einer. Ja, da kommt einer. Das geht aber gut. Ich gebe alles gerade. Der Wagen zieht jetzt richtig an. Wir müssen mal ein bisschen höher als 80 jetzt. Die Nase. Hast du was gemerkt? Oh, Gott. Oh, Messer, schnell. Ich dachte, jetzt könnt ihr den ganzen Tag hier oben bleiben und das Runtergehen verschieben auf heute Abend. Laber nicht rum, komm runter, du erschreckst nur die Vögel, so wie du aussiehst. Links, 2, 3, 4. Ob das, oh Holger, ob das die Statik des Daches aushält? Links,
Links, 2, 3, 4. Geil, gib her dein Mikro, ich mach das. Ich bin doch der Zipper hier. Ich hab hier wichtige Aufgaben. Nein. Ich glaube eher, dass du störst. Guck mal. Ey, Dennis, das ist ein Traum, weißt du das? Wenn ihr im Gleichschritt laufen würdet, dann hättet ihr es auch nicht so schwer. So, Hose hochziehen. Ich habe so viel Zeug in der Hose, dass immer alles rutscht. Links, links, 2, 3, 4. 12 Jahre Bundeswehr. Das ist so geil. Siehst du was? Nee, brennt auch gar nicht. Ne? Ich höre auch keine Feuerwehr. Nee, wie lange haben wir das jetzt am Start? Das ist jetzt eine gute Viertelstunde am Start. Ja. Das Maxus-Video. Das war so geil. Ich krieg die Tür nicht auf. Warte, ich versuche hier rauszukommen. Oh mein Gott sei Dank bin ich schlank gebaut. Links, links, 2, 3, 4. Das ist ja geil. Rumpreise von annähernd 30 Cent. So, ich. Und da wird mir wieder das Mikro weggenommen. Er macht immer das Gleiche mit mir. Er unterbricht mich. Das war ein so geiles Video. Links, links. Boah, da hast du ja aber richtig den Wolf geschnitten, ne, oder? Links, links, 2, 3, 4. Links, links, 2, 3, 4. Links, links. Oh, da kommt ein Kurs entgegen. Links. Wir länger dran haben. Links. Links. 2, 3, 4. Auch drin, ne? Links. Links. 2, 3, 4. Das ist auch so geil. Das ist so ein Glück, muss man haben, ne? Links. Links. 2, 3, 4. Und Holger? Ey, was sagst du? Das ist fantastisch. Du hast dir einen Wolf geschnitten. Das ist ja ein Wahnsinn. Ich weiß ja selber, wie schwer. Ja, aber das ist ja, das muss man erstmal alles zusammenkriegen. Können wir jetzt Hit veröffentlichen? Links, 2, 3, 4. Ja, so wie Flasche Bier. Ja, das ist so total widersinniger Scheiß. Nein, also geiles Video, ja. Also Holgers großen Momente in 2019. Was passiert 2020? Ich mache jetzt schon mal den Sekt auf. Ja, jetzt wird es hier langsam gemütlich. Ja. 2020, Moin Tesla, der Podcast soll veröffentlicht werden oder ist veröffentlicht. Die ersten Folgen sind schon raus. Ja. Eine Folge 0 habe ich produziert und unsere Weihnachtsshow könnt ihr schon hören. Der Podcast ist auf Spotify und er ist auf iTunes und er sollte nach und nach auch auf allen Plattformen zu hören sein, die man so kennt. Jetzt wollen wir mal gucken. Yeah. Hoffentlich habe ich die nicht geschüttelt. Und hier steht das Notebook. Oh. Das ist ja gefährlich hier. Ja, lieber so. Sicherheitshalber weg. So. Ja, geht gut. Immerhin. Aber gut gegangen. So, jetzt also. Moin Tessa, der Podcast. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns auch da abonnieren würdet. Der soll dann immer zum Wochenende kommen, sodass ihr Moin Tessa ganz bequem auch im Auto hören könnt. Ja, dann soll es eine neue Serie geben. Haben wir schon die erste Folge haben wir schon abgedreht? Ja. Im Schnitt. PV erklärt, ne? PV erklärt. Da wollen wir mal so ein bisschen Holgers Wissen nutzen, um von Grund auf PV-Anlagen zu erklären. Ja, es gibt einfach zu viel Unwissenheit im Markt und das wollen wir ändern. Und ich dachte mir, die soll monatlich erscheinen. Ja, können wir machen. So. Oh, da sind ja 12 Stück nächstes Jahr. Das sind 12 Stück, ist ja ein Klacks 12 Videos. Ja, was mich mal, ich muss mich noch bedanken nochmal bei allen, die jetzt dazugekommen sind als Abonnenten. Es ist wirklich großartig. Und ich möchte mich bedanken für insgesamt, mittlerweile habe ich 130 Referrals über das Tesla-Programm. Du kannst die Kilometer gar nicht mehr wegfahren, die du 111.000 hast, ne? 111.003 Kilometer habe ich, obwohl wir nie am Supercharger lagen. Ich habe jetzt 22.000. Ja, super. Ja, kann ich auch nicht mehr wegkriegen. Ja. Also vielen Dank dafür, vielen Dank, dass ihr uns das ganze Jahr die Treue gehalten habt. Was mich jetzt interessieren würde, euer Lieblingsvideo und eure Lieblingsszene
mit Holger oder mir. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Was war euer Lieblingsvideo und was war eure Lieblingsszene? Ja. Also, wir wünschen euch jetzt ein gesundes, frohes, neues Jahr 2020. Das ist ein neues Jahrzehnt. Ja. Das Jahrzehnt, was wahrscheinlich der Elektromobilität den Durchbruch bringen wird. Also auf in die 20er Jahre. Ja, auf Ex oder was? Nein, schön gepflegt hier. Ja, okay, wir machen auf Stil. Auf euch. Feiert schön, ja. Kommt gut rein, ja. Und alles Gute. Von mir auch alles Gute. 2020. Ne? Ja, mal sehen, was noch 2020 läuft. Ja, wir machen auf Stil, alles klar. Ja. Holger Laudeleit, der Stilvolle. Ich bei der Gelegenheit, man darf das ja gar nicht sagen, aber ich kenne einige Dinge, wie man Alkohol trinken kann. Das haben wir auch noch nicht veröffentlicht, ne? Aus Bundeswehr. Ja, ja, natürlich. Das wollen wir auch gar nicht sehen. Das wollen wir nicht. Schreibt das mal in die Kommentare rein, ob ihr das sehen wollt. Ich kann euch da ein paar Sachen zeigen. Zum Beispiel, wie kriegt man eine Becksflasche in 0,6 Sekunden geleert? Also, schreibt das in die Kommentare. Bis dann. Und tschüss, kommt gut rein. Und tschüss, macht's gut. Ja, also nochmal hier, Holger. Anstoßen einmal. Ja. Prost. Prost auf das nächste Jahr. Oh, Mann. So.